Jetzt gehen wir zum einsamen Grab. Komm, jetzt geht's rund. Eieieiei. Na, vielleicht hätte ich mich noch mal in der Kräuterquelle heilen sollen. Hohohoho. Ja. Was ist so lustig? Du machst mir Angst. Dann nimm zwei Vitamine und nasch. Diese Schutzgenies haben aber echt ein Ding mit ihm gedreht. Oje. Ja, hier sieht man es nochmal. Das Outfit von dir sieht aus wie so ein kleiner Totenkopf. Diese Schutzgenies haben aber echt ein Ding mit ihm gedreht. Irgendwo im Nirgendwo, perfekt versteckt von neugierigen Augen. Hier gibt es sogar eine Art magnetische Anomalie, die den Kompass verwehrt. Es war fast perfekt. Fast. Gut, er weiß wahrscheinlich, dass wir hier sind. Ich werde ein paar Sätze mit dem Kapitän sprechen müssen. Danach legen wir diesen Ort mit Sprengstoff aus und jagen ihn in die Luft. Kann er uns wirklich hören? Keine Angst, nicht mehr. Wie auch immer. Wenn irgendwas schiefgehen sollte, möchte ich, dass du die gesamte restliche dunkle Magie einsammelst. Und sie zerstörst, verstanden? Huch, aber Risky, hast du nicht gesagt? Das ist ein Befehl! Verstanden. Gut. Ich bereite aber Pulverfässer vor, um dem Pirate Master endgültig den Garaus zu machen. Verlauf dich nicht. Da ist es, still wie ein Grab. Ohne die dunkle Magie, von der er Macht gewinnen kann, ist er im unendlichen Abgrund verschwunden. Eigentlich schade. Ich meine, was ist schon ein Sieg wert, wenn man ihn nicht ins Gesicht des, wenn man ihn nicht ins Gesicht des Gegners reiben kann? Ja, du hast ja gar nichts gemacht. Buh, was war das? Oha. So, so, du hast es trotz allem geschafft, zurückzukehren. Aua, er ist kein Mensch. Risky Boots. Wie kannst du es wagen, mich zu hintergehen? Du bist nichts weiter als ein Schatten. Ich nehme keine Befehle von dir entgegen. Du hast zugeschaut, wie ich im Kampf gefallen bin und hast nichts getan. Du hast mein Schiff und meine Besatzung gestohlen. Und jetzt zerstörst du meine Agenten und störst den Fluss der dunklen Magie. Das habe ich tatsächlich. Dafür wirst du bezahlen. Kein Grund, sich zu aufzuregen, Kapitän. Siehst du dieses Mädchen? Sie ist der Nachkomme derer, die dich eingesperrt haben. Die Genies sind der wahre Feind. Nimm sie und wir sind quitt. Risky? No! Das kann warten. Du bist es, die ich will. Du wirst für deine Untreue bezahlen. Ich habe genug von deinen verdammten Befehlen. Deine Zeit ist vorbei. Geh zurück ins Grab, wo du hingehörst. Narr. Du gehörst mir. Risky, was ist das? Du wagst es, mein Gesicht wie eine Art Trophäe zu tragen? Aha. Gib mir das. Zuerst werde ich den Palast erobern. Und dann, wenn meine Kraft zurück ist, werdet ihr Zeuge des Endes eurer Welt. Ohohohoho. Ja, und die hat sich jetzt die Risky geschnappt und hat ihr die Knochen ausgezogen. Ja. Oh nein, ich muss die anderen warnen. Aber was hatte Risky gesagt? Ich sollte zuerst alle dunkle Magie finden, aber was würde das bringen? Macht nichts, haben wir doch eh. Da muss ich mal ganz kurz das Fenster aufmachen. Sekündchen. So, weiter geht's. Direkt. Waren ja jetzt nur ein paar Sekunden. Da muss ich jetzt keinen Schnitt oder so machen. Alles klar. Dampfbetriebener Ozean. Tinkertop Mark II. Sieht so aus, als wäre nur noch du und ich übrig. Mal schauen, ob ich das Zeug zu einem echten Piraten... Oh, super. An Bord, ihr Landratten. Es ist Zeit, die Planken auszutauschen. Hey, es geht los. Ich bin nicht bereit für sowas. Ruder nach Steuerbord. Aye, Captain. Ach, die ist jetzt die eigene Captain. Oha,
Shuttletown. So, wir haben alles fertig. Super. Guckt's euch an. Alles fertig. Shuttletown wird angegriffen und die Piratin Shantae ist dabei, allen zu helfen. Gibt's hier noch, kann man hier noch irgendwas machen? Das ist nicht gut. Ein Vorhang von reinem Bösen hat sich über die Stadt gelegt. Sowas lässt sich nur mit dunkler Magie bewerkstelligen. Onkel, ich habe gehofft, dass ich dir das nie erzählen muss, aber ich weiß schon alles darüber, Onkel Mimik. Das ist das Werk des Pirate Master. Du kennst den Pirate Master, aber woher? Das erkläre ich dir später. Ich muss jetzt zum Sequinland Palast. Alles klar. Dass da draußen der flotte Otto ist, das interessiert die nicht, ne? Hauptsache, du kannst baden. Ja, das interessiert die nicht wirklich. Warte mal. Ein Trank. Und sonst kann ich noch ein bisschen Zeug holen. Hier brauche ich gar nicht mehr rein. Willkommen in meinem Laden. Einen Trank hole ich mir noch. Nö, das war's eigentlich. Schickt, ne? Gut. Das können wir uns noch nicht holen. Den Powertritt, ach komm, draufgeschissen, den hau ich jetzt nicht durch. Den benutze ich sowieso kaum. Aber speichern würde ich gern nochmal. Im Fall, dass was passiert. Das Gerät nicht ausschalten. Ich gehe jetzt erstmal zum Rechner und während des Speicherns ziehe ich den Stecker. Boah, ist das eklig. Zum Glück kann ich hier jetzt durchrushen, ey. Och nee. Ist es dein Ernst? Super. Diese Knutschknügel. Einfach durch, einfach durch. Einfach durch. Hier, Pirate Masters Palast. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ab geht's. Oha. Okay, die sind alle ganz schön am Arsch. Können wir auch nichts machen. Oha. Ups. Och nee, sowas, wie ich sowas hasse. Ach. Sorry Leute für das ganze Gefehle. Oh! Warum kriege ich das nicht so richtig hin? Warum mache ich das eigentlich mit dem Doppelsprung? Ich hab doch... Okay. Scheißendreck. Okay, ich muss auf jeden Fall jeden Schalter treffen. Verstehe. Oh Mädchen, warum springst du denn? Ich hab doch
Oh, zum Glück habe ich den Controller im Layout nicht gemacht. Jetzt kann ich das über... Was zum Geier? Och, reit doch nicht die Kanone so stark, Mädchen. Alter Schwede. Och nein, wegen so einer Kackecke doch. Wieso? 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 Ah, wieso? Ah. Ich hab doch Doppelsprung gemacht, Mädchen. Na gut. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die... Also entweder klappt's oder es klappt nicht. Was sollte das denn? Du hast halt auch keine Zeit, mal runterzukommen. Weil du kannst halt nirgends stehen. Die bleiben halt auch nicht ewig. Och, Mann. Das darf ich auch keinem zeigen. Alter. Oh, falscher Knopf. So. Da macht das Spiel mein Brain kaputt. Wenn ich da noch einmal verrecke. Meine Güte, das kannst du doch vergessen, ey. Sorry, da musste ich jetzt gerade mal schreien. Das ist doch so gemein. Oh, bitte, bitte, Endscreen. Jetzt muss ich hier nicht nochmal starten. Und Herzchen, bitte. Man hätte ja nett sein können. Naja, ein Herzchen ist jetzt auch eher so. Och nee, nee, nee. Das muss so scheiß getimt werden. Boah, das war knapp. Das war knapp. Ja, das hätten sie sich auch sparen können. Okay. Oh, geil. Boah. Okay, das bringt nichts. Nein, 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 bitte nicht. Nein, nein.
Nein, 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 nein. Nein. Och, fick doch die Henne, ey.